Oder? Zoff und Ärger im Ford-Fahrerlager. Der Grund: Michael Funke aus dem Wolf Racing Team soll seit geraumer Zeit mit einem nicht regelkonformen Schwenklager in der Vorderachse seine Runden drehen. Der DMSB erhob den Zeigefinger, jedoch erst vor dem Start des Untergröningers im Motopark Oschersleben. Das Fahrzeug wurde zurückgerüstet, Funke beim Saisonauftakt am Ende nur Sechster. Dieses Schwenklager ist, solange wir mit dem Ford Focus fahren, vom DMSB immer abgesegnet gewesen und immer für gut befunden worden. So, und jetzt auf einmal in Oschersleben nach dem zweiten Zeittraining hieß es, es wäre nicht so okay. So, und darüber wird jetzt im Moment gestritten und wir wollen mal abwarten, wie es verläuft. Bei Markenkollege Jürgen Hohenester sieht man das Problem mit dem Schwenklager, das den Sturz der Räder verändert, etwas anders gelagert. Es ist grundsätzlich mal so, dass irgendwelche Teile, die halt nicht regelmaßkonform sind, halt auch nicht verwendet werden dürfen. Wie ist das bei deinem Fahrzeug? Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir mit Sicherheit dieses Teil nicht regelmaßwidrig im Fahrzeug verwenden. Beziehungsweise bin mir da ganz sicher, dass wir also an die Achsteile alles regelmaßkonform ist und insofern habe ich da keine Bedenken. Ergebnis des DMSB: Funke wurde nachträglich in Oschersleben aus der Wertung genommen. Das Wolf-Team kann innerhalb von 48 Stunden Protest einlegen. Keinen Grund, sich zu ärgern, hat natürlich Claudia Hürtgen. Als erste Frau gewann sie ja vor 14 Tagen das Auftaktrennen in Oschersleben. Einen zusätzlichen Motivationsschub gab der große Triumph dennoch nicht. Ich glaube, ich war auch schon vorher motiviert. Also ich meine, immer wenn du ins Auto einsteigst, möchtest du gewinnen oder möchtest du der Schnellste sein natürlich auf der Strecke. Aber es hat natürlich auch mir ein bisschen gut getan. Selbstvertrauen getankt, aber mit einer Handvoll, nämlich 30 Kilogramm Zusatzgewicht, rechnet die Aachenerin zu ihrer eigenen Ernüchterung nicht erneut mit einem Podiumsplatz. Ich habe 30 Kilo Platzierungsgewicht im Auto und mein Auto ist auch über 38 Kilo zu schwer. Also fahre ich jetzt mal hier mit fast 70 Kilo mehr rum als jeder andere und das beim Rausbeschleunigen aus den engen Ecken merkt man das schon, also es tut schon weh. Die Reifen, immer wieder entscheiden sie im Motorsport über Sieg und Niederlage. Ab diesem Rennen dürfen die Teams alle erlaubten 38 Reifen nach eigenem Gusto einsetzen. Zuvor hatte ein Team pro Rennen lediglich 6 Pneus zur Verfügung. Gutes Taktieren ist also gefragt. Wir haben 38 Reifen für die gesamte Saison und wann man die benutzt oder fährt, die neuen Sätze, das muss jeder selber entscheiden und deshalb ist es immer sehr schwierig, wer wann mit neuen Reifen gefahren ist. Warten wir also gespannt darauf, wem am Ende der Saison die Luft, vielleicht die Reifen ausgehen. Soweit also die News und Sie wissen es sicherlich, in den letzten Wochen hat ja der Eurospeedway Lausitz eher für negative Schlagzeilen gesorgt. Zum einen der tragische Unfall von Ex-Formel-1-Fahrer Michele Alboreto und zum zweiten der tragische Unfall hier bei Testfahrten der deutschen Tourenwagen Challenge, als ein Streckenposten ums Leben kam. Heute hoffen die Veranstalter natürlich auf positive Nachrichten und das vor allem in der deutschen Tourenwagen Challenge im zweiten Lauf in dieser Saison. Mit dem sind wir gleich zurück. Wir sind zurück auf dem Euro Speedway Lausitz und Sie sehen es, wir befinden uns bereits in der Startaufstellung vor dem zweiten Lauf zur deutschen Tourenwagen Challenge. Eine Meldung habe ich noch und die ist brandheiß und betrifft die V8 Star. Das Rennen der neuen Tourenwagen-Serie fand ja bereits gestern statt, doch nach dem Lauf, da haben sich die Sportkommissare zusammengesetzt und die haben folgendes Urteil gefällt. Sowohl der Sieger Johnny Cecotto als auch Karl Wendlinger wurden nachträglich mit einer 12.000 Mark Geldstrafe bedacht und fahren das nächste Rennen auf Bewährung. Der Grund: beide Piloten sollen den bis dato führenden Roland Asch unter gelben Flaggen überholt haben. Jetzt können Sie vielleicht sagen, wieso muss man da so lange diskutieren? Es konnte auch jetzt noch nicht hundertprozentig nachgewiesen werden anhand der Fernsehbilder, dass wirklich gelbe Flaggen an dieser Stelle zu sehen waren. Das also zur V8 Star, doch jetzt wollen wir mitten reinsteigen ins Rennen der DTC und ich gebe ab zu Ihrem Kommentator und das ist Thomas Vogt. Ja, vielen Dank, Erik. Wunderschönes Wetter auch heute wieder am Eurospeedway Lausitz. Sie sehen das hier, 22 Grad Luft, 26 Grad Asphalt. Das könnte natürlich im Laufe dieses Rennens eine ganz entscheidende Rolle. Bei den Reifen spielen ganz wenig Wind, nur 2 km/h. Also eigentlich optimale Voraussetzungen. Ein Feld mit 27 Fahrzeugen. Sie wissen es, es gibt Hecktriebler von BMW in der deutschen Tourenwagen-Challenge. Es gibt Fronttriebler und das sicherlich eine interessante Ausgangslage. Die Strecke 4,534 Kilometer.
Kilometer lang. Das ist der Grand Prix-Kurs hier inmitten dieses Trio-Wals. Die Renndistanz, das ist neu in diesem Jahr, haben Sie vielleicht schon beim Saisonauftakt in Oschersleben gesehen. 35 Minuten plus eine Runde. Das heißt, wenn wir die Trainingszeiten zur Grundlage herziehen, werden das so etwa 19 Runden sein, die Ihnen jetzt ins Haus stehen. Vorausgesetzt natürlich, das Ganze geht ohne Safety-Car-Phase über die Bühne. Alle haben so ein bisschen Angst vor der ersten Kurve. Das ist ein Nadelöhr, die Linkskurve. Nach Start und Ziel, hier sehen wir die Zusatzgewichte eingeblendet. Es gibt ein Handicap-System in der Deutschen Tourenwagen Challenge. Und Claudia Hürtgen, die vor 14 Tagen in Oschersleben als erste Frau überhaupt ein DCC-Rennen gewinnen konnte, fährt also mit 30 Kilogramm Ballast. Markus Giedlich, der zweite war in Oschersleben, hat 20 Kilo und Stefan Kiesling noch 10. Ja, und dieser Markus Giedlich mit seiner Lieblingsstartnummer 44, der steht hier auf der Pole Position, hat im Training mal eben 7 Zehntel zwischen sich und die Verfolger gesetzt. Also Tommy Winklock neben ihm, fast eine Sekunde langsamer im Training. Michael Funke im Ford Focus und Thomas Klenker, seine Ford Reihe 2. Zum Thema Ford gibt es nachher noch einiges zu erzählen. Und dann eine ganz interessante Reihe mit den beiden Damen im Feld, Ellen Lohr und Claudia Hürtgen. Dann Marc Simon im nächsten Ford und Franz Engstler, schön der Champion im neuen Alfa Romeo. Diesmal besser unterwegs im Training auf den 8. Startplatz. Stefan Kiesling als schnellster Opel-Fahrer auf dem 9. Platz. Michael Gerhardt auf der 10. Position. Dann Thomas Servin, der hat einen Motorschaden am Freitag, ist jetzt aber wieder gut unterwegs. Und Roland Härtner, der Teamkollege von Claudia Hürtgen, auf der 12. Position. Oliver Eicheler im 2. Wolf-Ford und Jürgen Hohenesser, der Rekordmeister im eigenen Ford Focus. Dann Martin Zontler und Dirk Adorf, der alles andere als zufrieden ist mit diesem 16. Startplatz. Dazu vielleicht auch später mehr. Patrick Bernhardt im weiteren Ford Focus und der Schweizer Peter Rickli im einzigen Honda Integra. Das ist die 9. Reihe. Dann Davide Campana, der Teamkollege von Franz Engstler, auf Startplatz 19. Manfred Volk auf Platz 20. Dann Rainer Bastok und Ralf Baberski in der 11. Reihe. Thomas Mühlens und unser Russe im Feld, Rustem Teregolov, auf Startplatz 24. Sandro Vogel, der hier ja in diesen tragischen Unfall mit dem Streckenposten verwickelt war, vor einer Woche im Opel Astra. Und Siegfried Röll, das ist die Startreihe 13. Und ganz hinten in der letzten Reihe Detlef Linke. Das also die 27 Autos. Ein ja, attraktives Starterfeld, nicht mehr ganz so groß wie früher. Da steht ein Auto am Ende der Boxengasse. Ist also am Vorstart nicht richtig weggekommen. Das heißt, 26 Fahrzeuge werden jetzt direkt starten. Die Startnummer 18 ist das, also Dirk Adorf. Der hat wieder ein rabenschwarzes Wochenende. Der sagt, wir können machen und ändern, was wir wollen an diesem Auto. Es geht einfach nicht vorwärts. Man hat hier getestet auf dem Euro Speedway. Hat wirklich radikale Fahrwerksveränderungen vorgenommen. Aber man hinkt der Konkurrenz meilenweit hinterher. Und jetzt die Meldung aus der Boxengasse von Arno Wester. Der Motor sprang nicht an. Also Dirk Adorf wird dem Feld aus der Boxengasse hinterher eilen müssen. Das Zickzackfahren, um die Reifen anzuwärmen. Die Reifen sind ein ganz, ganz großes Thema hier auf dem Euro Speedway Lausitz. Der Streckenbelag ist sehr, sehr rutschig, wenig Grip, so die Aussage aller Piloten. Denn es gibt kaum schnelle Kurven, nur langsame Kurven, langgezogene langsame Kurven, so alle im zweiten Gang, so um die 120 Kilometer pro Stunde. Und fast alle klagen über ein starkes Untersteuern, das heißt ein Schieben über die Vorderräder. Man muss relativ langsam in die Ecken hineinfahren, sich ein bisschen zurücknehmen, denn sonst ruiniert man hier ganz, ganz schnell die Reifen. Also ein bisschen Taktik wird auch gefragt sein in diesem zweiten Saisonrennen der Deutschen Tourenwagen Challenge. Ich habe mit Tommy Winklock vorhin gesprochen vor dem Start. Er sagte, ja, die Taktik, das ist immer so eine Sache in der DTC. Man nimmt es sich vor, natürlich die Reifen zu schonen, aber es hängt natürlich von der Situation ab, die sich vor und hinter einem entwickelt. Markus Giedlich, das ist der silberne BMW hier in der ersten Startreihe. Der hat sich übrigens entschieden, innen zu rollen. Es ist ja der fliegende Indianapolis-Start, den wir hier erleben in der Deutschen Tourenwagen-Challenge. Er glaubt eigentlich, dass er innen auf der besseren Position ist beim Einbiegen in dieses erste Nadelöhr, vor dem, wie gesagt, alle Piloten richtig großen Bammel haben. Im Fahrerlager schätzen alle die BMW mit dem Heckantrieb hier am stärksten ein. Im Lager der frontgetriebenen Fahrzeuge sagt man, es geht so 5-6 Runden gut und dann lassen die Reifen nach. Der Einzige eigentlich, der sagte, es geht auch mit einem Fronttriebler, das ist Michael Funk und der steht in der zweiten Startreihe mit dem Ford Focus des Wolf-Teams. Langsame Fahrt, jetzt geht es hinein in diese Start- und Zielgerade, diese letzte leicht überholte, behöhte Kurve des Trio-Wals, auf dem ja im Sommer die Champ-Cars ihr Rennen absolvieren. Markus Giedlich ist da schon vorne. Ich weiß nicht, ob die Ampel jetzt wirklich auf grün gehen wird. Nein,
Weil so geht es natürlich nicht. So geht es natürlich nicht. Da ist die rote Flagge draußen. Start abgebrochen. Die waren ja überhaupt nicht sortiert, die Kameraden hier vor der Startlinie. Markus Gedlich, der war schon ganz allein. Ja, hat schon Gas gegeben. Das andere Feld rollt noch hinterher. Also, jetzt müssen sie sich noch einmal sortieren und eine zweite Einführungsrunde hinlegen. Weiß nicht, ob es da jetzt möglicherweise die eine oder andere Strafe gibt. Auf jeden Fall in der Deutschen Tourenwagen-Challenge wird großer Wert drauf gelegt, auf Disziplin. Es hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Crash-Rennen gegeben. Die DTC war als Crash-Championat teilweise schon verschrien. Das Ganze hat sich deutlich gebessert. Natürlich auch, weil man durchgreift, härter durchgreift, so wie bei jetzt bei diesem Start, denn das war alles andere als geordnet. Also noch einmal wieder sortieren. Hoffentlich haben die Kollegen in den Autos sich gemerkt, wo sie bei der ersten Startausstellung standen. Denn genau dort müssen sie sich jetzt auch wieder einreihen. Zwei BMW also in der ersten Startreihe. BMW hat im Augenblick für den Breitensport, für diese seriennahen Tourenwagen einfach das optimale Paket. Es ist quasi ein Susi-Sorglos-Paket. Man kann in München ein fertiges Kit kaufen, dieses Auto zusammenschrauben und auf Anhieb hier in der Deutschen Tourenwagen-Challenge oder auch in der Europameisterschaft, in der es diese Kategorie, diese seriennahen Tourenwagen ja inzwischen auch gibt, auf Anhieb ganz vorne mitfahren. Bei den anderen sieht das ein bisschen anders aus. Ford unterstützt die Teams ja auch sehr stark, aber dort sind die Tuner ein bisschen stärker auf sich selber gestellt bei der Entwicklung der Fahrzeuge und so gibt es da doch etwas größere Unterschiede. Ich habe vorhin gesagt, Markus Gedlich mit einem riesengroßen Vorsprung auf der Pole Position. Er ist der einzige gewesen im Zeittraining, im Qualifying, der unter die 2-Minuten-Schallmauer gefahren ist mit einer gewaltigen Runde von 1:59.3. Tommy Winkelhock neben ihm, der fuhr 2:00, also 0,7 Sekunden langsamer. Aber man ist eigentlich allgemein im Fahrerlager der Meinung, das wird im Rennen nicht so sein. Der Markus Gedlich wird kein leichtes Spiel haben, sich nicht einfach so absetzen können. Dem ist gestern im Qualifying einfach die Traumrunde gelungen. Und das Schubert-Team, das diesen BMW von Markus Gedlich vorbereitet, hat einfach schon sehr viel Erfahrung hier auf diesem Eurospeedfilm. Aber insgesamt dreimal zum Testen hier hat eine optimale Fahrwerkstimmung erarbeitet. Und das, bestätigen alle Piloten, ist hier auf diesem schwierigen Kurs das A und O. Feld formiert sich jetzt so langsam wieder. Sollte sich jetzt nebeneinander wieder aufreihen, aber so sehr viel besser sieht das im Augenblick auch nicht aus, muss ich da sagen. Vorne Markus Gedlich mit der 44, daneben Tommy Winkelhock, da Michael Funke und Thomas Klenke, die beiden fort. Da schauen wir mal, ob das jetzt beim zweiten Versuch besser gelingt. Achten Sie dann gleich auf die erste Kurve. Ende Start-Ziel ist die schnellste Stelle hier auf dem Eurospeedwell im Training. Geschwindigkeiten von etwa 214 km/h, da stellt Michael Funke schon wieder aus. Fährt die Reifen noch ein bisschen warm. Ampel ist noch nicht rot geschaltet. Was sagt uns das jetzt bitte? Tja, jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen am Ende meines Lateins. Da steht der Führungswagen. Also das hätte man sicherlich etwas cleverer lösen können, liebe Kameraden, hier auf dem Eurospeedway. Auch gestern bei der Fahraufschlag gab es ja einige Probleme mit dieser Veranstaltung. Also es wird eine weitere Einführungsrunde geben. Und das war sicherlich absolut unnötig. Der Führungswagen, das Safety Car, das Pace Car, steht auf der Gegengeraden, fängt jetzt das Feld ein. Also wir erleben jetzt bereits die dritte Einführungsrunde, das dritte Vorspiel, bevor es dann endlich hier zur Sache geht in der Deutschen Tourenwagen Challenge. Ja, da muss man noch ein bisschen lernen bei den Veranstaltern und auch hier am Eurospeedway. Wie gesagt, eine gigantische Anlage, ein gewaltiger Komplex, aber es hapert hier und da noch ein bisschen mit den Abläufen, aber ich denke, das war bei anderen neuen Strecken ähnlich und es wird sich im Laufe der Zeit geben. Also Einführungsrunde Nummer 3, dabei waren sie vorne schon ganz ordentlich sortiert, es hätte also durchaus losgehen können, aber die Rennleitung hat sich entschieden, eine weitere Einführungsrunde zu fahren. Ja, ich habe diese erste Kurve nach Start und Ziel oder nach dem Start vor allem angesprochen, da hat es auch bei einigen Rahmenrennen schon mächtig gekracht. Das ist ein Nadelöhr, denn man fährt auf einer breiten Gerade auf diese Linkskurve zu, etwa bei Tempo 200, 210, das Anbremsen dann hinein in eine zweite Gang Linkskurve. Ein Nadelöhr, das ganz, ganz eng ist, ganz scharf ist und man verliert so ganz leicht die Orientierung, sagen die Piloten. Und wenn dann dieses riesengroße Feld da einbiegen möchte, kann es leicht zu der einen oder anderen Kollision kommen.
Deswegen wollte der Markus Gedlich unbedingt innen stehen, in der ersten Reihe, denn dort ist erfahrungsgemäß natürlich das Risiko am geringsten. Also noch einmal das Reifen aufwärmen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Einführungsrunden von der Gesamtfahrzeit abgezogen werden, denn es sind ja auf 35 Minuten begrenzt. Hier sehen wir das, die Rennleitung hat es also so entschieden. Das geht ab von der reinen Rennzeit. Noch 29 Minuten also dann zu fahren. Und das könnte natürlich ein ganz kleiner Vorteil sein für die Fronttriebler, die hier, wie gesagt, auf diesem doch ja, sehr schwierigen Kurs für das Fahrwerk und auch für die Reifen einen Vorteil haben könnten, wenn die Renndistanz nicht ganz so groß ist. BMW sehr stark im Training. Vier Autos in den ersten drei Startreihen, vorne Markus Gedlich und Thomas Winkelhock und in der dritten Reihe die beiden Damen, Ellen Lohr und Claudia Hürtgen. Die werden sich übrigens nicht unbedingt wehtun, die beiden sind wirklich privat gut befreundet, treffen sich auch im Fahrerlager immer wieder. Die Ellen Lohr hat sich auch riesengroß gefreut über den ersten Sieg von Claudia Hürtgen vor 14 Tagen in Oschersleben. Und die beiden sind so ein bisschen hier mit einer anderen Strategie an diesem Wochenende unterwegs. Die Claudia Hürtgen ist die Tabellenführerin. Für sie geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, ins Ziel zu kommen. Denn es gibt ja keine Streichresultate in der DTC. Und es gibt ein sehr eng abgestuftes Punktesystem, wo es sich nicht so richtig lohnt, um wirklich jeden Platz um das Letzte zu fighten. Und deswegen hat Claudia Hürtgen gesagt, auch mit 30 Kilogramm Zusatzgewicht, sie möchte brav ins Ziel fahren, sich aus allem raushalten und das Auto heil über die Distanz bringen. Ellen Lohr dagegen, sie hatte ja im Training Pech in Oschersleben, stand ganz weit hinten, konnte sich nach vorne kämpfen auf den siebten Platz. Sie hat jetzt eine viel, viel bessere Ausgangssituation, steht auf dem fünften Startplatz, also ganz dicht dran an ihrem Teamkollegen Tommy Winkelhock. Und sie hat gesagt, ich bin sowas von optimistisch für dieses Rennen. Wir haben eine ganz tolle Fahrwerksabstimmung gefunden und ich bin sicher, dass wir mit zwei Fahrzeugen unseres Teams hier auf das Siegerpodest fahren können. Aber das sind immer die grauen Theorien im Motorsport. Hinterher kommt es dann doch ganz anders. Aber ich denke, es sitzen viele zu Hause, die der Ellen Lohr und natürlich auch Claudia Hürtgen die Daumen drücken. So, der dritte Versuch. Wir sind wieder in dieser leicht überhöhten Kurve, die absolut voll geht. Die davor sich befindliche Spitzkehre ist übrigens ganz, ganz entscheidend, um richtig Schwung auf diese lange Stadtzielgerade mitzugehen. Ampelrot, jetzt ist das Feld relativ gut sortiert und die Ampel ist grün, der Start ist freigegeben. Markus Gedlich hat noch die Nase vorne, aber Tommy Winkelhock hat etwas besser beschleunigt. Winkelhock ist im Augenblick vorne, aber er ist auf der Außenbahn. Alle bleiben innen, schauen Sie nur, jeder will innen sein und da kommt der Michael Funke. Funke vorne, weit draußen, aber bleibt vorne. Gedlich zweiter, Winkelhock dritter, Ellen Lohr bereits auf der vierten Position. Dann Thomas Klenke und dann Claudia Hürtgen. Wird schon attackiert von Marc Simon mit dem schwarzen Ford Focus. Gab es schon die leichte Anlehnung zwischen den beiden. Also der Michael Funke, der hat hier den besten Start erwischt. Der fährt übrigens mit einem relativ dicken Hals, denn obwohl er beim Saisonauftakt in Oschersleben Sechster wurde, hat er wahrscheinlich null Punkte auf dem Konto, denn nachher gab es ja eine Disqualifikation quasi für den Ford Focus des Wolf-Teams, denn das hat in Oschersleben ein bisschen hinter den Kulissen geraucht. Man hat etwas gefunden an diesem Auto, was laut Meinung der technischen Kommissare nicht ganz dem Reglement entsprach. Es gab da unterschiedliche Auslegungsansichten in Sachen Reglement. Auf jeden Fall musste man beim Wolf-Team die Vorderachse umbauen und entsprechend anders hier fahren. Noch einmal der Start. Michael Funke hier noch auf der vierten Position, wenn ich das richtig sehe. Nein, dritten Position. Und dann wagt er es im richtigen Moment reinzustechen und übernimmt die Führung. Ja, also viele Diskussionen hier um diesen Ford Focus von Michael Funke. Ich sagte es Ihnen, es gab Differenzen in Sachen Auslegung. Da hinten rodelt einer raus, Claudia Hürtgen hier, mit rauchendem Vorderrad. Das ist also gar nicht so leicht in der DTC Ruhe zu bewahren und wirklich Punkte mit ins Ziel zu nehmen. Sie hat natürlich 30 Kilogramm Blei an Bord. Das heißt, sie hat bei allen Beschleunigungsphasen große Probleme, die Verfolger hinter sich zu halten. Jetzt wird eng zwischen Michael Funke und Markus Gedlich. Ende der ersten Runde, der ersten Rennrunde zumindest. Michael Funke ist noch vorne. Dann die BMW-Meute. Gedlich, Winkelhock, Lohr, Klenke dazwischen mit dem nächsten Ford. Claudia Hürtgen auf 6. Dann Marc Simon, Stefan Kissling im besten Opel, Michael Gerhardt auf 9 und Thomas Servin auf der 10. Position. Da gab es, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Fehler von Claudia Hürtgen.
hat in dieser ersten Schikane nach Start und Ziel etwas zu spät gebremst und hat hier etwas an Boden verloren. Ja, der Markus Gedlich, der hat sich da am Start ein bisschen überrumpeln lassen von Michael Funke. Da haben wir einen Ausritt im hinteren Feld. Die kleinen Fahrzeuge, die Sie da übrigens sehen, sind die Teilnehmer des Bilstein Tourenwagen Cup. Auch hier kommen welche an die Box. Das ist die Startnummer 109, Sven Bomhoff. Die fahren hier mit in der deutschen Tourenwagen-Challenge, aber die fahren ein Rennen im Rennen. Das ist nämlich die Kategorie bis 1600 Kubikzentimeter. Und solange es nicht mehr Fahrzeuge sind, fahren die im Feld der großen DTC mit. Es könnte also gegen Ende dieses Rennens, wie auch in Oschersleben, zu Überrundungen kommen. Funke nach vorne und die Verfolger könnten etwas schneller fahren. Aber das Überholen, das ist alles andere als einfach hier auf dem Eurospeedway Lausitz. Es gibt eben nur diese langsamen, langgezogenen Kurven. Und da einen Punkt zu finden, um vorbeizufahren, das ist verdammt schwer. Aber Gedlich probiert es. Schauen Sie, wie unruhig das Auto wird beim Anbremsen. Er weiß, er kann schneller. Er weiß, er hat ein gutes Auto, er hat eine perfekte Abstimmung für diese Rennstrecke. Und er möchte natürlich so schnell wie möglich an die Spitze. Er war schon Zweiter in Oschersleben, hat sich dann in der Schlussphase bekriegt mit dem Stefan Kissling, hatte keine Chance deswegen, die führende Claudia Hörtgen anzugreifen, war auch zufrieden mit diesem Ergebnis beim Saisonauftakt in Oschersleben, denn das Schubert-Team, das ist im Prinzip neu formiert worden in diesem Jahr. Ende der zweiten Runde, Michael Funke immer noch vorne, Markus Gedlich daneben. In Sachen Topspeed ist der Ford Focus offensichtlich stark. Windschatten fahren beim Anbremsen der Schikane. Tempo 200 hier, dann runter in den zweiten Gang. Tempo etwa 120 und Michael Funke bleibt vorne. Er hat es ja gesagt vor dem Start. Ich glaube, ich kann mit dem Fronttriebler hier die BMW hinter mir halten. Ich habe eine gute Abstimmung für das Rennen. Da geht der nächste fliegen. Das ist mit der Nummer 48 Ralf Baberski, der hier den Weg durch die grüne Wiese wählen musste. Die kritische Phase für die Fronttriebler wird so ab der fünften, sechsten Runde beginnen. Und Michael Funke, der sicherlich immer wieder in den Rückspiegel schaut, der hofft natürlich, dass der Tommy Winkelhock jetzt gleich den Markus Gedlich beschäftigt. Denn dann kann er an der Spitze ganz ruhig fahren, so ähnlich wie es auch bei Claudia Hürtgen ja in Oschersleben der Fall war. In den Kurven, da ist Markus Gedlich stärker als Michael Funke. Einige Ford-Piloten klagten darüber, dass es unglaublich schwer war, hier eine Abstimmung zu finden. Untersteuern in den einen Kurven, übersteuern in den anderen Kurven. Das ist zum Beispiel auch die Aussage von Jürgen Hohenester, der ja in diesem Jahr von seinem bewährten VW Golf umgestiegen ist in einen Vorjahres-Ford Focus und der nach wie vor noch nicht die optimale Abstimmung gefunden hat für dieses Fahrzeug. Gedlich jetzt neben Michael Funke. Hat er jetzt die bessere Linie? Natürlich nicht, er ist außen. Funke hält gegen. Außenrum versucht Markus Gedlich vorbeizugehen. Und jetzt muss Michael Funke nachgeben. Er hat nachgegeben. Markus Gedlich ist der neue Spitzenreiter hier auf dem Eurospeedway Lausitz. Wir schreiben die dritte Runde. Also, Markus Gedlich hat 2,5 Runden gebraucht, um die Führung in diesem Rennen zu übernehmen. Gedlich an der Spitze jetzt. Michael Funke Zweiter. Tommy Winkler auf der dritten Position. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer hier auf dem Eurospeedway Lausitz. Es dreht sich im Augenblick kein Rad. Es hat sich einiges getan, als wir in der Werbepause waren. Wir zeigen zunächst einmal, es gab einen Führungswechsel, einen überraschenden. Michael Funke im Ford Focus kämpfte sich Ende der langen Geraden beim Anbremsen wieder vorbei an Markus Gedlich. Gedlich auf 2, Thomas Winkler auf der dritten Position. Aber dann, eine Runde später, hier sehen wir noch einmal das Überholmanöver aus einer anderen Perspektive. Und dann eine Runde später, an exakt derselben Stelle, stand das Auto von Franz Engstler, ein Motorschaden offensichtlich, eine riesengroße Ölspur. Und dann passierte Folgendes. Großes Turbo-Abo in dieser ersten Passage. Da dreht sich Michael Funke weg und auch Thomas Winkler und einige andere sind auf dieser gewaltigen Ölspur ausgerutscht, ins Kiesbett geflogen. Und es lag so viel Öl auf der Bahn, hier das Ganze noch einmal aus anderen Perspektiven, dass sich die Rennleitung entschied, die rote Flagge zu zeigen und das Rennen zu unterbrechen. Inzwischen hat sie das Feld neu sortiert, neu formiert. Es wird weitergehen, hier die rote Flagge
Also das Rennen wird fortgesetzt. Nach unserer Rechnung sind noch etwa 17 Minuten in diesem zweiten Teil des Rennens dann zu fahren. Die Fahrzeuge befinden sich jetzt schon wieder in der Einführungsrunde. Das ist also die vierte Einführungsrunde, die wir dann am heutigen Tage in der DTC erleben. In der ersten Reihe Markus Gedlich und Michael Funke. Es zählt ja bei dem Abbruch der Stand eine Runde zuvor. Und da war Markus Gedlich noch einmal an der Spitze. Aber im Augenblick fährt übrigens Michael Funke hier auf der ersten Position. Klar ist, Tommy Winklock und Alan Lohr bilden die zweite Startreihe. In der dritten Reihe Thomas Klenke und Marc Simon, die also ein bisschen profitiert haben von diesem Tovuabo. Dann Stefan Kissling und Claudia Hürtgen, die aber nicht mehr mit von der Partie ist in diesem Feld. Die Tabellenführerin der DTC, die ist nämlich in der Unterbrechungspause rausgeschoben worden. Nicht sie selber, sondern ihr Auto. Dort gibt es ein Motorproblem, also sie ist nicht mehr dabei. Deswegen die weitere Reihenfolge etwas anders als hier eingeblendet. Michael Gerd und Roland Härtner bilden hier Reihe 5. Franz Engstler auch nicht mehr mit von der Partie. Sie haben es gesehen im Bild. Kapitaler Motorschaden offenbar an seinem Alfa Romeo 147. Also es fällt ein bisschen durcheinander gewürfelt. Weitere Reihenfolge sehen Sie hier. Das Feld hat sich auch schon ein bisschen dezimiert. Auch andere Fahrzeuge sind nicht mehr mit von der Partie. Zum Beispiel Thomas Müllens im Citroën. Ausgeschieden durch ein offensichtlich technisches Problem. Auch Thomas Servin, der Teamkollege von Markus Gedlich, war schon in der Box. Und auch Oliver Eichele, den wir hier auf dem 22. Startplatz sehen, war mit einem technischen Problem an seinem Ford Focus in der Box. Dirk Adolf, der ist ja nachgestartet aus der Box, ebenfalls ganz hinten. Davide Campana, den haben wir nicht mehr mit von der Partie, auch wenn er hier noch eingeblendet ist. Genauso wenig Thomas Mühlens und auch der Schweizer Rickli war schon an der Box mit seinem Honda Integra, aber ich glaube, er hat sich eingereiht am Ende des Feldes. Hier sehen wir eben die Fahrzeuge am, ja, am Ende der Boxengasse, unter anderem Dirk Adolf mit dem Opel Astra und auch Peter Rickli mit dem Honda Integra. Also ein bisschen Tohuwabohu, ein bisschen durcheinander, nicht nur gestern bei der V8 Star, sondern auch hier jetzt bei der DTC. Also ein bisschen Pech haben die Kollegen hier beim Euro Speedway mit dieser neuen Rennstrecke, mit den ersten Autorennen, die hier auf dieser Rennstrecke ausgetragen werden. Aber vielleicht erleben wir jetzt ja einen ähnlich spannenden zweiten Teil dieses DTC-Rennens hier auf dem Euro Speedway wie den ersten Teil. Da ging es richtig zur Sache und zur Überraschung vieler, wie gesagt, hatte Michael Funke ja im Ford Focus die Führung wieder übernommen. Ja, Claudia Hürtgen, also unsere Tabellenführerin, nicht mehr mit von der Partie. Motorschaden an ihrem BMW 320i. Damit wird es heute mit Sicherheit einen neuen Tabellenführer geben. Michael Funke wird es nicht sein. Ich sagte es Ihnen, seine Punkte sind im Augenblick im Prinzip weg. Es hat zwar eine Berufung gegeben des Wolf-Teams gegen die Entscheidung der technischen Kommissare, aber Ford-Rennleiter Jürgen Klauke hat dem Wolf-Team empfohlen, diese Berufung zurückzuziehen, denn seiner Meinung nach ist die Entscheidung endgültig der technischen Kommissare. Es gab eine Meinungsverschiedenheit über die Reglementauslegung und die technischen Kommissare und auch die Sportkommissare haben nun einmal das letzte Wort. Also, der nächste Startversuch, Teil 2 dieses Rennens in der Deutschen Tourenwagen Challenge. Ampel rot, Feld hat sich formiert, alles ist sauber aufgereiht hier, Ampel geht auf grün und Michael Funke beschleunigt Markus Gedlich aus. Also er ist wieder vorne im Ford Focus. Da ist aber ein kleines Fragezeichen hinter dem Ford Focus des Wolf-Teams, denn in der Unterbrechung, da ist der Michael Funke ausgestiegen im Gegensatz zu seinen Kollegen, hat sich unter das Auto gelegt, denn es gab offensichtlich bei seinem Ausrutscher in die Botanik oder anschließend ein Problem mit dem Fahrwerk. Also hoffen wir mal, dass sein Auto nicht allzu viel abbekommen hat bei dem Rodeln durch die Wiese, durch diesen Acker hier an der Seite der Rennstrecke. Und da steht draußen Oliver Eichle. Das ist der Teamkollege von Michael Funke, der ja aus dem Ford Puma Cup aufgestiegen ist, von Ford gefördert wird in der Deutschen Tourenwagen Challenge. Ansonsten ist ja alles glatt gegangen. Funke hat jetzt schon 3-4 Wagenlängen Vorsprung auf Markus Gedlich. Dann mit der 22 Tommy Winklock, die 11, das ist Alan Lord. Stefan Kissling hat sich nach vorne kämpfen können oder hat von den turbulenten Szenen in diesem ersten Teil des Rennens profitiert. Dahinter dann Marc Simon mit dem Ford Focus. Hier sehen wir noch einmal, da ist also der Oliver Eichele angeschoben worden, touchiert worden von einem der Kleinen von dem Bilstein Tourenwagen Cup, also der 1600er Klasse, die hier mitfährt in diesem Rennen.
etwas Abriss auch erfolgt zum drittplatzierten Thomas Winkler, der ja auch draußen war in der Botanik, der vielleicht auch ein bisschen Schaden genommen hat, der BMW 320i des Brinkmann-Teams. Und jetzt im Augenblick also das Tempo der beiden Führenden nicht so ganz mitgehen kann. Alan Lohr, die war auf der Strecke geblieben und Sie sehen es, da raucht es unter dem Auto von Thomas Winkler. Das kann natürlich jetzt Bremsrauch gewesen sein, also Reifenrauch beim Anbremsen, aber vielleicht auch eine Folge des Ausrutschers. Noch zu fahren, gut 13 Minuten und dann noch eine Runde in diesem zweiten Lauf der deutschen Tourenwagen-Challenge. Also da wird man jetzt zittern an der Box von Wolf Racing bei Walter Wolf und auch an der Box von Karl-Heinz Brinkmann, denn die beiden Autos von Tommy Winkler und von Michael Funke, die könnten angeschlagen sein. Immer noch die Ölflagge, die zeigt den Piloten, es könnte noch glatt sein in dieser ersten Kurvenpassage nach der langen Geraden. Funke Gedlich, Winklock, Lohr, Kissling, Simon Klenke, Gerhard Hertner-Honest. Also sind sie hier vorbeigefahren, die ersten 10 in diesem Rennen. Ganz vorsichtig da gerade Alan Lohr. Die bremst da jetzt ein bisschen die Verfolger zusammen. Ich weiß nicht, ob das Taktik ist oder Strategie im Team von Karl-Heinz Brinkmann. Sie war gerade noch ganz dicht hinter Tommy Winklock und jetzt fällt sie zurück. Und dahinter bildet sich gleich ein kleiner Stau. Jetzt 3, 4, 5 Wagenlängen zwischen Tommy Winklock und Alan Lohr bei Start und Ziel. Da waren das noch nur 0,5 Sekunden. Aber das scheint mir die Alan Lohr doch ein kleines Problem zu haben, denn ich glaube nicht, dass da Taktik im Spiel ist, denn sie möchte genauso gerne auf dem Siegerpodest stehen hier auf dem Eurospeedway wie Tommy Winklock. Und der Michael Funke ist weit rausgetragen worden. Das ist diese Stelle, wo gestern der Karl Wendlinger die Kontrolle über seinen Ford Star verloren hatte, sich drehte und dann in Roland Asch hineinflog. Da war der Michael Funk jetzt weit draußen auf dem Randstein. Markus Gedlich nicht dran. Dann der Abriss zu Tommy Winklock und Alan Lohr. Also auf dem Geraden ist der Fokus schnell. Markus Gedlich im Windschatten. Zack, da raus beim Anbremsen. Auto sehr unruhig. Max Simon hier im Duell mit Thomas Klenke. Da geht es um die 6. Position. Klenke war also kurzfristig vorbeigefahren, hat sich diesen Platz nicht wieder zurückholen können. Marc Simon, 6. hinter Stefan Kissling und dann Thomas Klenke auf Position 7. Also, Michael Funke wird wieder attackiert auf der Geraden von Markus Gedlich. Das ist die Stelle, an der er vorhin die Führung übernommen hatte. Ford führt vor 3 BMW. Daran ändert sich im Augenblick nichts. Und ich gebe mal kurz runter zum Erik. Er hat nämlich Claudia Hürtgen. Thomas, denn bei mir steht Claudia Hürtgen. Claudia, letzte vor 14 Tagen noch gefeiert. Heute, wie groß ist die Enttäuschung? Ja, doch ziemlich groß, weil es war eigentlich ganz gut bis dahin. Das Rennen lief gut. Ich habe es mir gut eingeteilt, glaube ich. Und dann kam halt diese Öllache, wo wir alle drauf rausgerutscht sind. Und ich bin geradeaus über den Curb geflogen quasi und habe mir dabei einen kleinen Riss in die Ölwanne zugezogen sozusagen und es war keine Chance mehr weiterzufahren. Das Positive daran, du nimmst das Gewicht jetzt ab. Ja, das auf jeden Fall ist es positiv, aber auf der anderen Seite fehlen mir natürlich auch jetzt schon beim zweiten Rennen die 30 oder 35 Punkte, die ich heute mit nach Hause nehmen hätte können. Aber nichtsdestotrotz sind noch weitere 6 Läufe und dann schauen wir mal. Vielen Dank, Claudia. Und damit zurück zu Thomas. Ja, vielen Dank, ihr beiden da unten. Ich sagte es Ihnen ja, so ist das mit der Theorie. Die Claudia Hürtgen hatte sich vorgenommen, hier auf Punkte zu fahren, auf Ankommen zu fahren. Dann kommt eine Ölspur, sie fliegt raus, beschädigt sich die Ölwanne an ihrem Fahrzeug und schon 0 Punkte. Tommy Winklock im Augenblick der schnellste im Feld mit 2.02.8. Das heißt nicht im Augenblick, sondern das ist die schnellste Runde bisher in diesem Rennen. Der schnellste in der letzten Runde war Markus Gedlich mit 2.03.0. Macht jetzt mal eben das Fernlicht an. Das ist so ein bisschen die Strategie, um den Vordermann etwas nervös zu machen, zu zermürben. Er kennt ja diese Situation des Verfolgers, diese Rolle des Verfolgers noch aus Oschers Leben. Da hing er praktisch die ganze Schlussphase hinter Claudia Hürtgen, kam aber nicht an der schnellen Dame aus Aachen vorbei, denn er wurde auch noch beschäftigt von Stefan Kissling auf der 3. Position. Und heute an diesem Tag, da möchte Markus Gedlich als erster durchs Ziel fahren. Er hat ein gut abgestimmtes Auto, er hat ein Siegerauto, aber irgendwie hat er im Augenblick das Nachsehen gegen Michael Funke. Dessen Teamkollege Oliver Eichler ist inzwischen wieder an die Box gekommen und jetzt bekommt Markus Gedlich sogar Druck von Thomas Winkler.
Und Winkler macht einen Fehler, verbremst sich. Da hat er zu spät gebremst, verliert das Auto ganz kurz aus der Kontrolle. Bei etwa Tempo 200 dieser Fehler von Thomas Winkler und Eleanor vorbeigefahren. Markus Gedlich wird aufatmen, hat jetzt Thomas Winkler abschütteln können, hat aber im Rückspiegel jetzt gleich einen anderen gelben BMW, nämlich Eleanor, und die kann auch mächtig Druck machen, das wissen wir. Und schauen Sie nur, Michael Funke profitiert davon, hat gleich wieder etwas Vorsprung gewonnen auf Markus Gedlich, der so überlegen war gestern im Zeittraining. 0,7 Sekunden Vorsprung. Hier noch einmal dieses Duell zwischen Gedlich und Winkelhock. Das Auto stellt sich quer von Tommy Winkelhock, hat alle Mühe, es abzufangen und noch richtig einzulenken in diese erste Kurve, in diese enge Linkskurve. Verliert einen Platz und verliert vor allem den Anschluss zu Markus Gedlich. Und der Michael Funke hat das möglicherweise im Rückspiegel betrachtet, wird sich wundern, wird sich freuen, dass er jetzt richtig Polster hat auf seine Verfolger. Ja, und Pech geht weiter für das JB-Team von Rüdiger Julius, auch das zweite Auto von Roland Härtner. Draußen liegt im Kiesbett und ebenfalls rausgerutscht ist Ralf Baberski mit dem alten BMW 320i. Drei BMW auf den ersten vier Positionen, aber auf der ersten Position, da fährt nach wie vor der frontgetriebene Ford Focus. Und auch Stefan Kissling im Opel Astra ist wieder schnell unterwegs. Schnellste Runde Eleanor tatsächlich in der letzten Runde gefahren, 2017. Sie also im Augenblick die schnellste im Feld. Da hinten rodelt mal wieder einer durchs Kiesbett. Ja, das ist das zweite Auto des Kissling-Teams, nämlich Rainer Bastuk, der hier rausgerodelt ist im Kiesbett für ihn. Endstation in diesem Rennen. Lag auf der, ja, spielte eigentlich keine große Rolle in diesem Rennen. 14. Position vor diesem Abflug. Da sehen wir es im Duell mit Martin Zottler, verbremst, ab geradeaus ins Kiesbett. Und die sind richtig tief hier auf dem Euro Speedway Lausitz. Knapp 7 Minuten noch zu fahren, plus eine Runde. Also, so langsam müssen sich die BMW-Piloten sputen. Wollen sie den Michael Funk an der Spitze noch einholen? Sie müssten sich eigentlich einig sein, wenn ihnen das noch gelingen soll. Denn wenn sie sich gegenseitig behindern, miteinander kämpfen, dann haben sie wohl keine Chance, den Michael Funke an der Führung zu hindern. Der Michael Funke, der hat es ja gesagt, er hat ein gutes Setup gefunden für seinen Ford Focus. Er war überzeugt, dass die Reifen halten über die Distanz hier. Die Distanz, die ja nur ein bisschen verkürzt wurde durch diese mehreren Einführungsrunden, die wir fahren mussten. Und er liegt immer noch an der Spitze. Er ist nicht der schnellste im Augenblick, das sind die BMW-Piloten, aber die beschäftigen sich im Augenblick gegenseitig. Gedlich auf 2, Lohr auf 3, Winklock auf 4, dann Stefan Kissling, Maximon, Thomas Klenke, Michael Gerhardt, Jürgen Hohenester mit seiner Abwartetaktik, diesmal auf der 9. Position. Er ist ja der große Stratege und Taktiker. Wieder ein Fehler von Michael Funke. Ist über den Curb gesprungen förmlich. Auto wurde kurz unruhig und gleich kommt Markus Gedlich wieder etwas näher. Das wird ein Fotofinish werden hier auf dem Euro Speedway. Und immer wieder raucht es unter dem Auto von Thomas Winkler. Der hatte schon in Oschersleben riesengroßes Glück, dass er überhaupt ins Ziel gekommen ist. Hat ganz früh im Rennen den 5. Gang verloren. Deswegen auch später dieser kleine Ausrutscher in der Schikane, als er sich rausdrehte, in Führung liegend. War froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein, denn man hat hinterher das Getriebe aufgemacht. Da sah es ziemlich wüst aus und es war fast ein Wunder, dass das Getriebe nicht vollständig kollabierte. Knapp 5 Minuten noch und eine Runde natürlich. Und das Feld an der Spitze schiebt sich wieder zusammen. Michael Funke fährt ganz nach innen. Versucht, die Verfolger rauszuschütteln aus dem Windschatten. Das Ganze, wie gesagt, bei etwa Tempo 200. Lässt sich weit raustragen, immer in dieser Schikane nach Start und Ziel. Und hält jetzt das Verfolgerfeld förmlich aus. Aber das ist ihm sicherlich völlig egal. Er muss nur vorne sein, wenn die Distanz hier zu Ende ist. Und das wird nicht leicht sein mit diesen drei starken BMW. Mit Stefan Kissling, der auch noch drückt. Der ein gutes Setup hat für das Rennen. Das hat Vater Helmut auch mir kurz vor dem Rennen gesagt. Wir haben ein bisschen Probleme im Qualifying, aber im Rennen, da sieht es gut aus. Vor allem hat man hier beim Kissling-Team nicht getestet, im Gegensatz zum Beispiel zu Markus Gedlich, der oft hier war, wirklich ein gutes Fahrwerk gefunden hat. Und Markus Gedlich hat jetzt einen kleinen Fehler gemacht, von dem Eleanor profitiert hat. Sie schiebt ihn jetzt förmlich, den Markus Gedlich. Also, der wird sich auch wundern, in Oschersleben hatte er es mit der Claudia Hürtgen zu tun. Jetzt wieder mit einer Frau, mit Eleanor, die an seiner Stoßstange knabbert.
Dietlich hat in der letzten Runde die schnellste Runde gefahren, aber in dieser Runde hat er wieder etwas Boden verloren auf Michael Funke. Also da ist alles drin in diesem Rennen. Von diesen ersten fünf, würde ich sagen, kann theoretisch noch jeder gewinnen. Denn wenn sich da mal zwei in die Wolle kriegen, dann wird dieses Fünferpaket so richtig durcheinander gerüffelt. Dann ein ganz leichter Abriss zu Marc Simon auf der sechsten Position, dann Thomas Klenk auf sieben. Und die anderen haben hier zumindest bei der Frage, wer wird gewinnen, nichts mehr zu sagen. Diesen engen Passagen, da ist Markus Gedlich unglaublich schnell. Peter Riglet hier rausgerutscht. Die ist wirklich tückisch, diese erste Kurve nach der langen Geraden. Da verschätzt man sich ganz schnell, also unglaublich viele Ausrutscher an dieser Stelle. Und auf der Geraden, da ist Michael Funke mit dem Ford Focus unglaublich schnell. Keine Chance für Markus Gedlich im Windschatten dran zu bleiben schon, aber nicht vorbeizufahren oder gar ihn auszubremsen. Er hat ja auch vorhin auf der Geraden die Führung übernehmen können, der Michael Funk. Das wäre natürlich eine Genugtuung für den Walter Wolf, der sich mächtig geärgert hat über die Vorkommnisse in Oschersleben hinter den Kulissen, über die Diskussionen um die Legalität der Vorderradaufhängung seines Ford Focus. Man hatte nach dem Qualifying dann umgebaut auf die nach Meinung der technischen Kommissare legale Version. Hatte dann im Rennen ein bisschen Probleme mit der Abstimmung. Es geht letztendlich um den Sturz an der Vorderachse. Hier fährt man nur mit einer absolut legitimen Version, zumindest nach Meinung aller. Denn wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Ansichten. Und es wäre eine Genugtuung für Walter Wolf, wenn Michael Funke nun beweisen kann, dass er auch mit einem absolut legalen Auto oder nach Meinung aller legalen Auto hier in der Lage ist zu gewinnen. Und allzu weit ist Michael Funke von diesem Ziel nicht mehr entfernt. Wir sind nämlich schon in den letzten zwei Minuten der rückwärts laufenden Zeit und dann noch eine Runde muss Michael Funke überstehen, dann hat er das Rennen in der Tasche. Aber das wird noch eine schwere Aufgabe für ihn sein. Die Zeit eingeblendet, eine Runde hier auf dem Eurospeedway dauert gut zwei Minuten. Also etwa zwei Runden sind hier noch zu absolvieren. Immer wieder der Rauch unter dem Auto von Thomas Winkler. Sich also doch offensichtlich ein bisschen Schäden zugezogen bei seinem Ausrutscher, während das Auto von Michael Funke nach wie vor gut läuft. Aber Markus Gedlich in diesen engen Passagen, da ist er absolut der Schnellste. Beim Herausbeschleunigen aus der Spitzkehre, da ist der Ford Focus natürlich leichter als der BMW. Die Fronttriebler dürfen etwas weniger wiegen, hier die Uhr. Und der Markus Gedlich hat einen anderen Nachteil. Er hat zum einen 20 Kilogramm Handicap-Gewicht an Bord und er ist ein langer, langer Lulatsch, der selber sehr viel mehr wiegt, zum Beispiel als ein Michael Funke. Letzte Minute läuft bereits. Das heißt, wir werden also noch zwei Runden erleben. Das ist die vorletzte Runde, liebe Zuschauer, die Sie hier sehen, beim zweiten Lauf der Deutschen Tourenwagen Challenge 2001. Und Alain Lohr macht jetzt Druck auf Markus Gedlich. Sie wittert natürlich ihre Chance. Und auch Tommy Winkler ist noch dran. Nicht mehr ganz mitkommt Stefan Kissling. Hat ein bisschen den Anschluss verloren zu Thomas Winkler. Kann natürlich in dem Moment wieder profitieren, wenn es vorne rumpeln sollte oder wenn es zu eng wird. Also sollte der Michael Funke dieses Rennen nach Hause fahren, dann hat er absolute Nervenstärke bewiesen. Denn diese Meute hinter sich zu halten, Markus Gedlich, Alain Lohr, Tommy Winkler und Stefan Kissling, das wäre eine tollkühne Leistung. Mit einem Fronttriebler hier zu gewinnen, das hätten nicht viele gedacht, dass das möglich ist. Aber Michael Funke zeigt, dass er ein Auto hat, mit dem man hier gewinnen kann. Jetzt kommt wieder diese Passage, in der Markus Gedlich unglaublich schnell ist, schiebt sich ran, geht schon zum ersten Mal daneben und wieder ein kleiner Fehler von Michael Funke am Ausgang dieser langgezogenen Rechtskurve und Markus Gedlich ist vorne. Reifenschaden bei Michael Funke. Dieses zweite Fahren über den Randstein hat den vorderen linken Reifen zerstört. Vorletzte Runde, wieder einmal riesengroßes Pech für Michael Funke. So schnell kann das gehen. Da hat er das Rennen in der Hand, macht einen klitzekleinen Fehler, fährt über die Curbs, schlitzt sich den Reifen aus und damit der Traum vom Sieg für Michael Funke ausgeträumt. Er wird hier mit einem Nullergebnis nach Hause fahren und der Frust bei der Wolf-Mannschaft wird riesengroß sein. Markus Gedlich, holt er jetzt den Sieg? Oder Alain Lohr? Das wäre natürlich ein Ding, der zweite Sieg einer Frau in Folge in der DTC. Sie hat es in der Hand, die letzte Runde beginnt jetzt.
das Schild, letzte Runde, Gedlich, Lohr, Winkelhock, das BMW-Trio. Wer hat am Ende das bessere Ende für sich? Gedlich bremst auf der letzten Rille, Lohr hat das wesentlich leichtere Auto. Winkelhock dahinter, auch er hat noch alle Chancen und Stefan Kissling ist der am Ende vielleicht sogar der lachende Vierte. Also über Mangel an Spannung brauchen wir uns in der deutschen Tourenwagen-Challenge in diesem Jahr wahrlich nicht beschweren, auch wenn jetzt hier drei BMW vorne sind. Das mag etwas langweilig erscheinen, aber die kommen aus zwei verschiedenen Teams und die werden sich nicht schenken. Das ist kein Werksport hier in der DTC, das ist Teamsport, das ist Einzelsport. Gedlich fährt schon Kampflinie, Lohr attackiert. Lohr attackiert, Ellen Lohr, sie versucht es, ist aber auf der etwas ungünstigeren Außenbahn. Das wird nicht leicht sein, eine Chance zu finden, vorbeizufahren. Aber sie ist dran. Sie hat ja gesagt, sie hat hier ein tolles Auto, sie hat ein gutes Fahrwerk. Sie ist in der Lage, über die Distanz schnelle Rundenzeiten zu fahren. Auch Winklock nach wie vor. Die schnellste Runde jetzt für ihn im letzten Umlauf. 2.01.2. Lohr 2.01.5. Und da macht Ellen Lohr den Fehler. Ellen Lohr verbremst sich, stellt sich quer. Und damit, ja, ich sagte es Ihnen, der Stefan Kissling könnte lachende Vierte sein. Er ist zumindest jetzt Dritter, hat eine Position gewonnen. Winklock weit draußen, ebenfalls über diesen Körb gefahren. Und Kissling kommt. Kissling profitiert davon. Kissling geht vorbei, oder nicht? Anbremsen, Linkskurve. Kissling auf der schlechteren Bahn. Winklock bleibt vorne. Und schauen Sie sich den Stefan Kissling an. Ist wieder daneben. Aber das geht nicht mehr. Und jetzt wird Markus Gedlich jubeln im Auto. Er hat die Nerven behalten, hat die wenigsten Fehler gemacht in diesem Rennen, muss jetzt noch wenige Meter absolvieren und dann ist er der Sieger hier auf dem Eurospeedway Lausitz. Da hat er die Scheinwerfer voll aufgeblendet, der Markus Gedlich im silbernen BMW des Schubert-Teams, dieser Mannschaft aus Oschersleben. Er feiert hier, ich denke, einen verdienten Sieg. Er war der dominierende Mann im Training, hat die wenigsten Fehler gemacht im Rennen. Tommy Winklock Zweiter, Stefan Kissling erneut Dritter und Ellen Lohr durch diesen Fehler in der letzten Runde. Sie hat es versucht, sie hatte die Chance, das Rennen zu gewinnen, hat einen klitzekleinen Fehler gemacht und muss sich jetzt mit dem vierten Platz begnügen. Also, ein spannendes Rennen erneut hier in der deutschen Tourenwagen-Challenge mit der Unterbrechung, mit dem Abbruch, aber danach ging es ähnlich dramatisch und spannend weiter wie im ersten Teil. Ja, bester Ford-Pilot im Ziel jetzt Marc Simon auf der fünften Position. Thomas Klenker auf 6, also 2 Ford immerhin in den ersten 6, aber sicherlich nicht das Ergebnis, das man sich bei Jürgen Klauke, dem Ford-Rennleiter in Köln, erhofft. Der Confederations Cup ab dem 30. Mai nur in DSF. Der Motorsportabend in DSF. Dienstag, 20 Uhr, die Rennhöhepunkte des großen Preises von Österreich. Und um 21 Uhr, Motodrome live in DSF. Markus Gedlich, Glückwunsch zu deinem ersten Sieg in diesem Jahr. Das war ja ein Wahnsinnsrennen. Ja, echt irre. Aber das Auto war perfekt. Kühlwasser wird viel zu heiß und Leistungsmangel, darum musste ich mich leider so breit machen. Aber ansonsten hat das Team Schubert ein Auto hingestellt, was einfach nur sensationell ist. Mit dem Gewicht auf Sieg, vielen Dank. Und wie kam der Leistungsmangel zustande? Ja, Kühlwassertemperaturen waren einfach viel zu hoch. Ich bin schon mit 100 Grad losgefahren. Normalerweise müsste man das Auto da abstellen. Aber dann ging es doch irgendwie, naja. Und wie hast du so die entscheidenden Rennszenen verfolgt aus deinem Cockpit heraus? War ja viel Öl auf der Fahrbahn zeitweise. Ja, das ist richtig. Einmal ist der Michael Funke von mir abgeflogen. Da hatte dann Glück, dass rot geschwenkt wurde. Dann wird ja die vorletzte Runde genommen für den Restart. Ich stand da wieder weit vorne. Ich selbst konnte mich da gerade noch retten. Entscheidung von der Rennleitung ganz sicher richtig abzubrechen. Das wäre einfach riesig gefährlich geworden sonst. Und was ist in deinem Kopf vorgegangen, als der Michael Funke auf einmal den Reifenplatzer hatte, 2 Runden vor Schluss? War es ein Reifenplatzer, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur kurz gesehen, dass er langsamer wird und irgendwas qualmt. Ja, gut. Einerseits freut man sich über den Sieg, andererseits hätte ich mir ihn lieber erkämpft. Aber beim nächsten Mal dann. Okay, vielen Dank. Und damit nochmal zu Thomas Vogt und der Siegerehrung. Ja, absolut sportliche Geste hier von Markus Gedlich, der sich ja ein bisschen reinversetzen konnte, sicherlich in das Gefühl von Michael Funke. Er kennt das ja auch selber. Hier das Ergebnis eingeblendet. BMW-Doppelsieg also erneut, wie schon vor 14 Tagen in Oschersleben. Aber es hätte ganz anders ausgehen können. Sie haben das ja gerade selber gesehen. Stefan Kissling, wieder bester Fronttriebler, erneut auf dem Siegerpodest. Dann Ellen Lohr.
Marc Simon, Thomas Plenke, Michael Gerhard, Patrick Bernhard, Jürgen Hohenester erstmals in der Top 10, also mit dem Mal zum zweiten Mal in der Top 10. Er war 10. in Oschersleben mit dem Ford Focus. Und Dirk Adorf, dafür, dass er aus der Box gestartet ist, wird sicherlich mit dem 12. Platz noch zufrieden sein. Michael Funke mit einer Runde Rückstand als 17. immerhin noch gewertet. Ja, und diese ersten drei, die jetzt gleich auch auf dem Siegerpodest erscheinen werden, hier haben wir das eingeblendet, sind auch die drei Führenden in der Gesamtwertung. Markus Gedlich hat also das Kommando übernommen, Thomas Winkloch Zweiter, aber nur einen Punkt für Stefan Kissling. Und das wird sicherlich spannend bei den nächsten Rennen, denn es geht ja auf die Nordschleife, auf den Nürburgring. Das ist Heimspiel, Heimatland für Stefan Kissling. Und danach geht es zum Salzburgring, auch dort ist der Stefan Kissling bisher immer sehr stark gewesen. Claudia Hürtgen auf den 6. Platz zurückgefallen mit 54 Punkten. Sie hat also heute für ihren Ausfall noch 4 Punkte kassiert. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dabei bleibt. Ja, ein turbulentes Rennen und wir werden jetzt gleich den größten Fahrer im Feld auf der obersten Stufe des Siegerpodests sehen. Also ein Riese hier, Markus Gedlich, ein sympathischer junger Mann, der im letzten Jahr ein bisschen gelitten hat mit dem Ford Focus. Da kam er nicht ganz so gut zurecht. Ist heimgekehrt in die BMW-Familie und zweimal hintereinander auf dem Siegerpodest, jetzt Tabellenführer. Also das ist einer, der wird in diesem Jahr ein ganz heißer Kandidat auf den Titel sein. Daneben Tommy Winkelhock und Stefan Kissling. Ja, Kurzversion der deutschen Hymne, Siegesfahrt des Silberpfeil, war da noch einmal kurz eingeblendet. Tag der Silberpfeile, also McLaren Mercedes auf dem A1-Ring und hier der silberne BMW von Markus Gedlich auf der ersten Position hier auf dem Eurospeedway Lausitz. Ja, schauen Sie sich den Tommy Winkelhock an, der ist da ganz aus dem Häuschen. Kann sich also auch über seinen 2. Platz freuen. Stefan Kissling ganz rechts. Mal sehen, wer jetzt die Schlacht mit dem Champagner gewinnt. Ja, geht ein bisschen bedächtig zu bei den drei Herren. Der Stefan Kissling war der Schnellste und das könnte ein kleiner Vorgeschmack sein auf die nächsten Rennen. Ich sagte es Ihnen, Nordschleife Nürburgring und Salzburgring, das sind so die Rennen, die ganz nach dem Geschmack von Stefan Kissling sind. Und er hat gezeigt, der Opel Astra OPC, der ist nach wie vor konkurrenzfähig. Noch nicht so ganz im Training im Augenblick, mit einer schnellen Runde klappt es noch nicht so richtig. Aber über die Renndistanz ist dieses Auto absolut in der Lage, mit dem BMW mitzuhalten. Der Riese Gedlich duscht dann auch ein bisschen die beiden kleineren Herren ab, Tommy Winkelhock und Stefan Kissling. Tommy rächt sich dann noch ein bisschen. Tja, das war's von mir hier oben in der Sprecherkabine. Alles Weitere nun vom Erik. Danke Thomas und wir machen direkt weiter.